Pfeile sind in der Kiste dort, Marco. Da waren 4 Stapel oder so. Weiß ich nicht, ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich habe Nimm keinen den Schimmer. ganzen, nimm einfach die Pfeile, brauchst keine Da machen. fällt mir gerade ein, eine Sache habe ich vergessen. Was? Mein Schild. Das habe ich dabei, das ist jetzt nicht das Ding. Ich habe sogar Er ist ja auch mein knallgrün. grünes Froschismus-Schild von Cobbett. Ah, ich habe Hat noch sogar ein das bisschen Buch über die des Hälfte. Froschismus mit. Wir nochmal, bevor wir reingehen können, irgendwas von unserem froschistischen Glauben tun können. Lol, ist Hat ihr da verständlich, auch was zu oder? essen mit von euch? Ja. Ich hab meine Potatoes. 37 Karotten und 20 Kuchen. Ja, was so eine Ravine mitten in der scheiß Plains-Biome ist. Muss ich eine So. Axt mitnehmen? Nö, nö. Nimm einfach bloß das mit, was wichtig ist. So wie eine Spitzhacke. Wenn es geht, keine gute, sondern einfach bloß eine Spitzhacke. Und eben halt ein Schwertbogen. Du hast Hast du dann. Frosch dich schon mal auf das Problem mit dem Eck angesprochen? Nein. Mit was? Da gibt's irgendwie das, obwohl du einen Enderdrachen spawnst, dass du. Ein Ei bekommst für 3 Milliarden Mal töten. Also sprich, du kriegst bloß einmalig das Ei. Ja, und? Ich weiß auch nicht, was da dein Problem daran liegt. Ich will keinen einzigartigen Gegenstand haben. Ich Was? brauche eine Trophäensammlung. Ich habe kein Schild mehr. Komm, halt die Fresse, du kriegst das eigentlich. Das kriegt ja Olli, Hä? na klar. Ja, und niemand anderer kriegt das Scheißei. Das wird einfach irgendwo ausgestellt und das war's. Na genau. Gott sei Dank. Martin, ich wollte es duplikaten nach jedem Kill. Der Kabit wollte dann eben halt, wenn man den Enderdrachen nochmal besiegen, ob er dann eins per Command kriegt. Wie kann man den denn bitte nochmal besiegen? Man, Du kannst den was respawnen. geändert? Man kann den Ja? respawnen, ja. Das ist Seit ja er das, was ich meine. 1.10 oder so. Du kannst Enderdragon, diese Crystals, die du mal zerschießen musst, brauchst du 4 Stück. Die platzierst du bei diesen Dings, wo du zurückspringst, in die normale Welt. Dann wird er wiederbelebt, es bilden sich überall auf den Türmen Steine und du kannst ihn töten. Du kriegst XP, aber du kriegst kein weiteres Egg. Margo, warum nimmst du die Pfeile nicht Na mit, die da gut, wenn du drinnen liegen? vorhast, das Ding öfter zu nieten, dann kannst du gerne eins Ich für habe zwei Stacks gerne Pfeile eins im von mir haben, Inventar. wenn du dann um dieses Roger, wie viele Botsche. Stacks Pfeile hast Na du gut. mit? Ich habe 1,5 Stacks, aber ich Ich erwarte mir habe nicht, dass ich mehr einen brauchen werde. Pfeil mit. Okay. Nicht so viel Aber Pfeile die. werde ich nicht verballern. Ich werde Gut, mich eher okay, mit dann dem lass ich Enderman den Rest schaffen. drinnen liegen, ist okay. So. Ah. Ich habe jetzt ein Schild, ich habe jetzt was zu essen, ich habe. Mein Schild ist ja Hättest du leider einfach unterm verbrannt. Tempel in die Kiste gehen können und da waren Schilde. Ich bin zu weit rechts, ich muss weiter links. Ich frage mich nur gerade, was Marco gerade noch die ganze Zeit macht. Bin fertig. Warum bist du. Du bist gerade in mein Haus gegangen, hast gesagt, jetzt bin fertig. Was hast du gemacht? Ich habe eine Kartoffel geklaut. Achso, ja, dann geht's ja. Laufe ich Leute, falsch? gewöhnt euch doch einfach mal an zu fragen. Das ist so eine Ja, später. Selbstverständlichkeit geworden. Herr Kabe, das ist das Problem. Ja, Wo muss ich genau. jetzt hin? Hier. Zu meinem Haus. Ich bin hier, ja, oder hinter Froschis Haus. Weiß jemand noch Wir die stehen. genauen Koordinaten? Könnt ihr mal aufhören, immer irgendwie ein Kabe, halt die in Wort Fresse. im Wort drin zu sprechen? Bro, du ganz Sorry. genauso. Ey, aber So, kurz wir zu sind Kabe. hinter. Flo? So, hey, bei mir hast du so noch nicht gesagt gehabt, wo ich das gesagt habe. Ja? Fick dich. Wir sind hinter Froschis Haus, wo sie Schafe sind. Und Kabit, wo bist du? Im Sumpf. Ja, du bist schon weitergegangen. Gut, ich warte hinter Froschis Haus, Marco. Ich bin der Einzige, der wartet. Marco. Der So. Letzte liegt tot im Ich bin Schützengraben. heute Sonntag, regt mich nicht auf. Das sind alles Arschlöcher. Reiz mich nicht. Kennst du das T-Shirt? Okay, ich bin da. Ich sehe es, gib mir mal kurz 2 Minuten. Okay. Wir haben einen Creeper scheinbar explodiert, das neben der Scheiß. Hast du noch einen Gummianzug gefunden? What the fuck? Ich bin nebenbei Das ist rasten. Latex, Lululul. mein Schatz. Latex. Und da hast Also du ich den verstehe Weg. den Latex-Fetisch nicht. Kann mir das jemand mal erklären irgendwann? Nein, wenn du es nicht verstehst, dann ist es nichts für dich, sagen Dann wollte ich. brauchst du, dann braucht man es dir gar nicht zu erklären. Da gibt es kein Verstehen. Aber Das ist was findet einfach so, man denn du da so Das toll? nennt sich Fetisch, Kabit, ja. Ja, jeder hat seinen Habt ihr Fetisch. E7 Enderaugen Komm dabei? mal. Ja. Oh. Was? 7 Enderaugen? Ja. Marco, wo hast du die her?
Was? Ich habe gar keine Enderaugen. Froschi fragt, habt ihr wenigstens 7 Enderaugen dabei? Ja. Froschi, hast du hier gerade einen Creeper explodieren ich lassen? Ich hab die ganz verjährt. Ich dachte, ich hab die schon eingesetzt gehabt. Hier ist nichts eingesetzt. Aber hast den Weg dahin gefunden. Hab ich gut markiert. Man kann sich zumindest nicht verlangen. Ich muss mal kurz zu meinem Haus die Enderaugen holen. Achso, ihr habt alles zugebaut, wo man falsch laufen könnte, okay? Was, ja, ihr? Genau. Ich? Olli. Ja, und ich war der Depp, der das Teil gefunden hat. Ich hab mich ja durch die ganze andere Scheiße durchgegraben. Bloß den einen Gang hab ich nicht gesehen. Herr Führer! Moment. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Hi. Hallo, was ist los? Mein Vater gerade noch. Er sollte noch baden gehen. Gut. Da. Moin. Bett nehme ich jetzt nicht mit, fickt euch. Hast du dieselben Änderungen? Ja. Komm mit, nimm dein Schwert, bring mich um. Hä, warum? Bring mich einfach um! Nochmal! Nochmal! Frisch der B, was Lembeck hat. Ich hab meinen Gott getötet, das fühlt sich falsch an. Ich bin gerade in der Wand gesprochen. Wo muss ich denn hin? Passt. Ich komme jetzt wieder zu dir, Marco, keine Angst. Bornpoint sitzt, das wollte ich checken. Was wäre, wenn du jetzt gestorben wärst? Ich hab keinen Pfeil mehr. Bin ja gestorben. Na, frag Froschi, die hat ungefähr 50 bei dir. Kannst mal ihn mitnehmen. Ich hab mich gerade so gewundert, so was mein Pfeil in. Oh fuck, ich hab ihn weggeschmissen, da war ja was. So, ich nehme mir 4 Stacks mit und dann, sobald Olli den Scheiß hat, stürze ich mich rein. Weil die Scheiße einsetzt. Hä? Man kann kein. Man kann... Marco, gib mal bitte einen Pfeil. Ja. Oder lass einen einfach für mich liegen. Selbes Problem, Olli. Ja, ich weiß nicht, wo ich den hingeworfen hab, so. Ach gut, man da kann sind eigentlich schon. Überall Löcher im Boden, Alter. Das waren da überall so, Marco, wir müssen ganz weit in die Richtung. Beiden rennen gerade erst los, ich denke mal so Pfeile. Ungeduldig. Weil ich Flame auf meinen Bogen getroffen hab. Alter, ich warte seit einer Stunde. War hier kein Spawner? Den haben wir kaputt gemacht. Wieso? Weil die Viecher uns getötet haben fast. Ja, mach doch einfach Licht aus rum. Ich zitiere Olli, das braucht kein Mensch, den Spawner. Das war ein Zombie-Spawner, Flo. Nein, das hier ist ein Silberfisch gewesen. Achso, ja, der Silberfisch-Spawner. Nein, wir haben ja noch den Skelett unten hier heil gelassen, gell? Ja, den haben wir heil gelassen. Silberfisch gibt's immer nur einen Spawner pro Welt. Hä? Es gibt doch mehrere Ender-Portale. Hast du schon mal ein zweites gefunden? Jemals? Ich habe nie nach ein zweites gesucht. Ich habe noch nie ein zweites irgendwo gefunden. Aber es gibt mehrere, das stimmt definitiv. Mhm. Folgst du mir? Da jetzt ist die große Wartezeit. Ja, warum? Warst du schon drinne, Flo? Wo drinne? Ach so. Entschuldigung. Die Kackaugen dabei. Ja, hab ich. Ihr dürft dann auch nochmal warten, noch gar bis nicht ich das hoch, gesichert oder? Hab. So egal, haben doch Zeit. Wieso hab ich eigentlich Fackeln dabei? Für... Das ist gut, dass du Fackeln dabei hast. Dann können wir das Ei abbauen. Soll ich jetzt einfach hier Dings abbauen? Hast du denn eine Pickaxe dabei? Ja. Warum eine Pickaxe? Nee, es ging alles gut. Kapit hat noch eine Diamantpick dabei, ist es nicht, Jolo. Hab ich auch. ist er nicht, Jolo. Klo, hab ich auch. Ja, auch deswegen, ja, bist du ja Jolo. Das ist meine, die hat plus Haltbarkeit und Effizienz drauf, Herrgott. Wir haben so viel Effizienz Jolo. Und Haltbarkeit Bücher, da kannst du gleich eine neue machen. Ungeduldig, wo sind die Übersäcke? Wir sind gerade bei den Koordinaten 1000 und minus 600. Es gibt, kennt ihr die 9 faschistischen Regeln? Nein, ich lese sie euch gleich vor. Das kannst du machen, wenn du zur Hölle fährst. Naja, so gesehen gehen wir ins End und nicht zur Hölle. Ah fuck, ich kann nicht mehr sprinten. Hey, das ist ja das Problem gehabt. Wieso ging nochmal nicht creative gebaute Endportale? Hat sich nochmal was gesagt. Entschuldigung, Marco.
Ja, das habe ich mal gesagt. Ein Creative gebaut Endportale kann man nur benutzen, wenn man in diesem Portal in der Mitte drinne steht und von da aus diese 8 Blöcke in einem Kreis macht. Ja, die haben einfach eine Richtung. Ja. Die Portalblöcke. Aha. Wo ist denn jetzt hin? Da hinten ist Olli. Hi. Bis ans. Ah, da ist ne. Ist Kati gerade wieder verreckt? An einem Bär? Nein. Nee, an zwei Bären. So, ich bin mal gerade unten und frag nach meinem Essen. Jo, hol dir so lange dein Essen, wir sind schon auf dem Weg. Okay, ich geh mal kurz pissen. Gleich. Ruhig, geht mal. Und Marco, wie geht's dir so? Ja, geht ganz steil. Ja. Hier. Sind... Ich hätte eine Bahnstrecke bis dahin machen sollen, ey. Irgendwo hinten war es. Ja gut, ich überleg mal, was hätte das Ressourcen gekostet, eine Bahnstrecke bis nach hinten. Es gibt aber ein Achievement dafür, wenn man, Ach, hi Marco. Wenn man 1000 Blöcke vom Startpunkt wegfährt. Ich dachte gerade, ich habe Kabit gesehen. Hä? Wo? Irgendwo hier müsste ein Turm sein. Irgendwo in die Richtung. Ist ein übelst großer Turm. Ach, da hinten ist er. Ach, da hinten. Ja. Weil Kabit sich beschwert. Kannst du nicht einfach so einen Noob-Turm bauen, wenn es das jeder sieht? Da waren noch haufenweise, Kürbisse. Habe ich da erstmal noch ein paar Kürbislaternen drauf gemacht, damit man den im Dunkeln noch gut sieht. Was hast du vor mit den Regalen? Willst... Da haben wir am Ende rechts durchgebuddelt. Kommst du mit? Marco? Marco! Da findet den Weg doch nie und nimmer. Wo ist er denn jetzt schon? Wo? Da so. Jetzt haben wir noch drin ein bisschen Eisen, ein bisschen dies, ein bisschen das. Wollt mal gucken. So, einmal bitte runter. Hast du schon mal gegen Enderdrachen gekämpft, Marco? Nein. Das dachte ich mir schon irgendwo. Jetzt einfach hier bloß den Gang folgen. Nein, Schatz, oben bitte noch nicht. Oben muss erst noch was gebaut werden. Hi. Weil die Etage unten muss erstmal ausgebaut werden, bevor du da was platzieren kannst. Soll ich mal was testen? Was? Nein. Oh, one hit. Mein größeres Problem ist eher, dass ich meinen Koblitz wieder einsammeln darf. Hey, da drüben ist der Spawner. Oh Gott. Brauchst du ein Stück Koppel? So. Wollen wir nicht auf Kabit warten für diesen erhabenen Moment? Die Antwort ist nein. Marco? Marco, verpiss dich von da. Bitte verpiss dich von da, wenn du da rinfällst. Ja. Dann bist du im End und da kommst du nicht mehr raus, außer du stirbst. Was übrigens Ende, ist, was ich vorhab. Hi Kaiser, guten Tag. Kommt man da auch nicht mehr raus, wenn man den Drachen besiegt hat? Doch, wenn man den Drachen besiegt hat, kommt man wieder raus, aber man muss den Drachen besiegen, um wieder rauszukommen. Also mein Ziel ist jetzt, ich stürze mich da rein, baue ich einen Weg und dann bringe ich mich um. Okay. Und hol mir dann hier mein Shit wieder. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich auf Kabit warten. Ey, Mann, wir können noch auf Kabit warten oder müsst ihr nachher nochmal warten? Na. Doppelt warten. Ach, guck mal, Kabit ist wieder da. Kabit, was ist los? Was? Was gibt's denn zu essen? Was hast du denn essen? Ja. Hab Reis mit Hühnchen? Jetzt schon? Ja. Cool, ich würde dann, Kabit, wenn du herkommst, können wir das Portal starten und dann hau ich mich schon mal rein und baue den Weg. Nein, erst müssen wir über den Frischismus reden. Oh Gott, was Kabit, jetzt halt die Klappe und komm hier runter. Ich habe extra das Buch mitgenommen, das sind 9 Regeln, das reicht. Du kannst gerne darüber reden, wenn wir das Vieh besiegt haben. Ich hab wir hier mal 6... sagen, warum wir das Vieh besiegen.
Ich habe keine Ahnung wieso und ich habe das Buch eigentlich verfasst. In Gedanken. Alle mich hier hinstellen wenigstens und zwei Minuten reden. Ja, in der Zeit kann aber Frosch ja auch schon mal in den End gehen. Ja, aber ich muss Aufnahme anmachen, oder hast du Aufnahme an? Die Aufnahme, die läuft schon seit 34 Minuten. War mir ja nicht sicher. War ja warte weg. Mal. Ich bin hier gerade noch ein bisschen am strugglen. Ah, gibst du mal eine Potion rein? Ja, Marco? Troll. Ja. Kannst du jetzt mal bitte aufhören, hier rumzuhauen? Marco, entspann dich! So, das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du. Das kriegst du, können, das kriegst du, das kriegst du. Davon hab ich einen, davon hab ich einen. Könnt ihr das aufteilen machen, wenn ich da drin bin? So. Negativ. Wie viel Regenerationstränke hast du genommen, Kabit? Könnt ihr mich bitte das scheiß Portal starten? Ja, du sollst plus einen nehmen. Weil die anderen sind. Ich hab starke Rüstung, ich nehm zwei. Du was nimmst ein, weil du starke Rüstung hast. Hier. So, da offen, guck dir das an. 3D-Effekt. Wow, hallo cool. Leute, da liegt ein Trank. Ja, Leute. So. Wir sind guck ganz mal. Weit also, entfernt. Oh, guck dir nochmal das Portal an. Nicht hingehen, aber einfach mal umgucken. Das Portal bewegt sich 3D. Mit. Oh. Was ist da? Marco, stell dich nicht vor mich, bitte. So, da unser vertrauter Gott schon drin ist, lesen wir jetzt die neuen Regeln des Frischismus. Bitte krieg mich nicht, bitte krieg mich nicht, bitte krieg mich nicht, bitte krieg mich nicht. Was ist straight? Also, ich wie zitiere straight? Aus dem Frischismus Band 1. Der Trank, straight. Marco, halt mal gerade. Strange, Stärke. Ach, danke. So, erstens, der Frosch nehme und der Frosch gebe. Der Frosch steht über allem und jedem. Und der Frosch stirbt. Der Frischismus akzeptiert aber. Grammatikfehler. Der Frosch nimmt alles und nichts. Der Frosch wird stets im Süden gegrüßt, weil ihr wisst ja alle, wo Österreich ist, meiner Meinung nach. Ja. Und die Farbe Grün ist dem Frosch vorbehalten. Der Frosch wird also mit Heil Froschi sterben. Oder Gott begrüßt. Es wird, er wird niemals Froschenkel genannt und der Frosch ist mal still. Und rote Schafe sind rein, nicht. Braune sind Opfer. So. Ich bin gerade beinahe reingejumpt. Okay. Rote Schafe sind rein, braune sind Opfer. Ja. Okay. Klingt rassistisch as fuck. Ja. Ist kein nationalsozialistisches Gedankengut. Scheiße. Lass mir mal kurz die Brücke. Okay. Gut, der wird wahrscheinlich jetzt die halbe Brücke wieder mitgerissen haben, so wie ich den kenne. Aber an und für sich wäre der Weg clear. Flo, mach mal bitte die Brücke noch in Ruhe fertig. Ja. Wieso habe ich jetzt eine Glasbottle? Könnt ihr weil bitte euch. Ich hab da einfach ein bisschen hingeworfen, sorry. Warte, ich geb mir jemand eine Spitzhacke. Ja. Irgendeiner, die vielleicht nicht unbedingt was drauf hat. Unbreaking, das reicht. Ich hab vergessen, Koppel mitzunehmen. Okay, aber Koppel ist eh alles okay soweit. Können wir kommen? Stell mal vor, der hätte jetzt die Brücke weggerissen. Ich so, ja, scheiße, kein Koppel. Können dabei. Wir mal kommen? Nee. Warte noch, ich muss mich hinterher nochmal umnehmen. Wo ist denn Olli? Ich bin gerade mal kurz weg, deswegen sag ich mal, nee, warte mal. Hau Drache! Oh. Okay. Leute, wir lassen gerade unseren Gott sterben, ja, nee, aber unser Gott respawnt ja, also. Ja, sagt man nicht, Gott hat unendlich viel Leben? Ich glaube, an dem Punkt ist es sinnlos, weiter da drum zu gucken. Mit der was Brücke und so. Die Brücke ist heile. Man müsste nur schnell genug rüberrennen. Wo ist denn eigentlich Olli jetzt hin? Wie gesagt, ich bin mal kurz weg, weil mir gerade noch was eingefallen ist. Und was? Ein bisschen transparenter sein als das? Bisschen unprofessionell. Ich hatte mein ganzes Inventar voll Tränke und habe gar nicht mitgedacht, dass ich eigentlich noch leere Bottles mitnehmen wollte. Ihr habt noch welche. Ach, du hast leere Bottles? 31 habe ich dir gesagt. Oh. Habe ich in der einen Folge gesagt. Ja, in der einen Folge, wow, ich erinnere mich jetzt noch daran, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rumzwaggeln, davor, was du vor 3 Folgen gesagt hast. Und einmal abgesehen davon, haben wir nicht die ganzen scheiß Flaschen von den Tränken dann? Ja, stimmt auch wieder. Ja, du musst doch ein bisschen transparenter sein, dann wüsste man sofort, was los ist. Entschuldigung, ich war so konzentriert. Ei. Genau, wie ich einen Kolben mitgenommen habe, weil ich nicht wusste, ob jemand dran denkt, das Heim mitzunehmen. Hi. Die Antwort ist nein. Hallo. So, ich gehe aber trotzdem nochmal als erster, trotzdem mit Rüstung. Einfach nur weil. Gehen wir jetzt alle zusammen runter?
Ja, wir klatschen uns da jetzt rein. Habt ihr euch ein paar Tränke uns in die Leiste gezogen? So. Ja. Schild, Dings, Tränke, was haben wir da? Stärke ist auf meinen dann. Regeneration kommt da rein, Health kommt da rein. Health, Health, Regen, Regen, Streng, Streng. Ich bin bekloppt. Was denn? Wir haben die Goldäpfel nicht mit. Doch? Du hast deine mit, aber nicht alle. Scheiß auf die Goldäpfel! Warte, soll ich dir mal geben? Ich bin jetzt nicht gewillt, noch mal. Ja, gib jedem mal einen. Dann komm mal runter. Jetzt, komm, jetzt ein Goldapfel. Ich geh. Oh. Da ist ein Goldapfel. Mach hier ist ein Goldapfel. Ich hab. Soll ich den jetzt schon futtern? Nein. Nein. So, Froschi. Wenn du Hälfte Leben bist. Froschi, soll ich jetzt schon den Stärketrank saufen? Nein, der hält bis ins 30. Ja, wir springen da rein, dann wartet ihr, bis es geladen hat, dann guckt ihr auf die Brücke und dann rennt ihr sofort rüber zur Insel, okay? Okay. Also ich geh zuerst. Ja.